Der Begeisterung sind keine Grenzen gesetzt. Doch in diesem Falle ist eine Steigerung wohl nicht mehr möglich. Die Vorstellung verlief ohne Zwischenfälle. Ein Zusammentreffen mit den Besuchern der nächsten Vorstellung zu vermeiden, mussten die Zuhörer der ersten Veranstaltung die Halle und das abgesperrte Vorfeld in einer vorgesehenen Richtung verlassen. Die Beatles haben sich zurückgezogen und geben eine Pressekonferenz. Viele ihrer Anhänger versperren deshalb den Eingang zum Konferenzraum. Die Polizei musste mit sanfter Gewalt das Vorfeld räumen. Ihre Anordnungen werden willig befolgt. Lediglich an der Carolinstraße kommt es zu Stauungen. Am Haupteingang von Planten und Blumen kommen inzwischen die Besucher der zweiten Vorstellung an. Darunter befinden sich auch viele Schaulustige, die nur den Anmarsch der Fans erleben wollen. Die hier Ankommenden sind keine friedlichen Besucher. Ihre äußere Aufmachung ist der Polizei schon bei anderen Anlässen aufgefallen und kennzeichnet sie als Rocker. Diese Gruppen sind wiederholt als Störer aufgetreten und ihr provozierendes Verhalten lässt darauf schließen, dass sie am Gastspiel der Beatles kein Interesse haben, sondern nur gekommen sind, um in der Öffentlichkeit aufzufallen. Bald kommt es zu den ersten Zwischenfällen, als mehrere Jugendliche versuchen, das Haupttor von Planten und Blumen zu stürmen. Doch den eingesetzten Polizeikräften gelingt es nach kurzer Zeit, die Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Die zweite Vorstellung beginnt. Sie verläuft so ruhig wie die vorangegangene. Während sich die Beatles-Anhänger ihrem Temperament entsprechend an der Musik erfreuen, müssen die Randalierer am Haupteingang immer wieder zur Besonnenheit aufgefordert werden. Die Lautsprecherdurchsagen werden kaum beachtet. Machen Sie den Eingang zum Botanischen Garten frei! Machen Sie den Eingang zum Botanischen Garten frei!
und reden Sie zum Haupteingang Pflanzen und Blumen. Somit erleichtern Sie den Polizeibeamten die Arbeit. Schönen Dank für Ihr Verständnis. Worauf wartet ihr noch? Worauf wartet ihr noch? Die Räume vor dem Eingang wird nicht mehr abspielen. Hier gibt es keine Beatmusik, die Beats werden hier nicht mehr erscheinen und auch die Rappers nicht. Es ist pflichtmäßig, dass Sie nicht nach Hause begeben. Trotz dieser erholten Aufforderungen kam es an verschiedenen Punkten zu Zwischenfällen. Die Jugendlichen versuchten, die Absperrungen zu durchbrechen, außerdem bedrohten sie Passanten. Ihr aggressives Verhalten zwingt die Polizei, Zwangsmittel einzusetzen. Die Skizze zeigt den Ablauf der Stör- und Räumungsaktionen vom Haupteingang Planten und Blumen in Richtung Moorweide. Die Räumung musste so erfolgen, da die Menge sonst in den Bereich der Bannmeile gedrängt worden wäre. Sie jetzt zum dritten und letzten Mal auf, den Platz zu räumen. Falls Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, werden wir Zwangsmittel einsetzen. Acht!